geht es in der nächsten Folge, liebe Leute, weiter mit der Route 14. Wir sehen uns dann wieder auf jeden Fall und ich freue mich, wenn ihr einschalten würdet. Bis dann und tschüss. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und jetzt heute geht es weiter mit der Route 14. Und der erste Trainer ist dieser Vogeltrainer. Eigentlich habe ich nicht so wirklich Bock. Aber was soll's, dann kämpfen wir halt. Auch hier erwarten uns wieder jede Menge Trainer. Und diesmal ist es Vogelprofi Olaf. Und Taboga. Und auch da ist Raichu jetzt gerade die richtige Wahl. So, da geht's auf Dollar Schlag. Mit Taboga. Aber kurz gewonnen. Ja, gerade ist die Schilakten von uns. Das war kurz gerade. Ich glaube, das Ibitak wird gleich genauso gar nicht auf die Sachen kriegen. Ibitak haben wir ja auch schon gefangen, glaube ich, oder? Ja, wir haben schon eins, ja. Da habe ich Tag auf jeden Fall. Okay, das Tag ist überlebt. Also doch noch irgendwie einem Kapier oder so. Dann die Agilität bringt ja mal gar nichts, weil ich kann mit Rucksack nur angreifen. So. Gut, dann haben wir das auch weg. Und Level 39 für unser Evoli. Item hier mal mit. Und das ist ein Hypertrank. Der kommt sehr gelegen, weil wir haben kaum noch Trinken. Wir müssen dringend uns eindecken mit irgendwelchen Trinken. Oh, haben wir noch hier unten einen Trainer stehen? Ja, hier unten ist noch einer. Hatte ich schon jetzt gleich die Punker-Truppe da oben. Hast du jemals die Legende von dem mythischen Schwingen gehört? Nein, tatsächlich noch nicht. Ich kann mir aber denken, worum es sich handelt. Auch das machen wir noch irgendwann. Till! Der nächste Trainer auch mit dem Attack. Wenn es sich um legendäre Vogel-Pokémon handelt, dann werden wir da irgendwann gegen Ende des Let's Plays drauf eingehen. Mehr drauf eingehen. So, wie wir noch ein Pokémon Let's Go Pikachu gemacht haben. Taubos. Ein weiteres neues Pokémon, das wir noch nicht kennen. Aber die haben alle mittlerweile schon so Level. 39 ist der mittlerweile. Na gut, wir haben auch noch mal schon zwei 39er dabei. Ja, ich glaube nicht, dass es reichen würde. Ne. Also ich glaube, mit dem Rucksack würde ich glaube, hätte ich das Viech, glaube ich, nicht noch weggeholt. Aber das gibt's jetzt doch mal ein. Hinterher. So. Du hast besiegt, weil du einfach nicht gut bist. So, okay, gut. Dann haben wir hier noch einige Trainer auf jeden Fall, die uns fehlen. Ich glaube, hoffe, dass wir in dieser Folge tatsächlich noch in die Stadt kommen. Ja, diese Küstenstadt, die ist, diese Küstenstraße, die ist lang. Da sind sehr viele Trainer drauf. Ich muss mich definitiv in der nächsten Stadt mal mit Items eindecken. So, ich gucke mal gerade, was ich für nach dem Werben von Pokémon nehmen kann. Und hier. Bewegen. Ja, ich jetzt Evoli nach vorne, weil das macht mir jetzt gerade am meisten Sinn. Die perfekte Gelegenheit, um den Pokémon anzutreten, die ich im Tausch erhalten habe. Hast Trainer Brigitte mit drei Pokémon. Und die fängst mit Marquana an. Okay. Gut, dann darf ich tatsächlich doch nicht mal gegen seine, seine Weiterentwicklung antreten. Darf es nicht. Darf es nicht. Ich kann Elektroattacke eigentlich ausgewählt haben. Brauchte ich nicht, weil ich durch die Reihe für Elektro-Pokémon im Team habe. So, er ist jetzt erstmal Surfer ein. Das Aquana. Dieses Viech hier im Down kriegen, sonst kann das richtig Ärger geben. Ah, das reicht nicht. Das war's. Reicht schon down. Also ich hoffe zumindest irgendwie, dass es überlebt, aber ja, dann doch nicht. Scheiße, Mann! Das war ein blöder Fehler, Wechselfehler. Also, das heißt Wechselfehler, das war kein Wechselfehler eigentlich, weil ich eigentlich Evoli einsetzen wollte, um ein bisschen was zu tun, aber dann sagte der Trainer, nö, ich gehe mal kurz. Gut, dann geh auf
Schaufler, dann kämpf doch gegen deine Weiterentwicklung. Und ja gut, das war der letzte Rest, aber jetzt besiegt über die Sonne weiterentwickeln. Doti. Leck mich doch am Arsch, weißt du. Jetzt habe ich keinen Reitschuh ausgerechnet, ey. Aber ich habe den Leber, glaube ich, ohne Ende, ne? Warte mal, ich muss gerade gucken. Ich habe 5 Stück nur, okay. Ich bin auch nicht zugeschissen worden mit Belebern. Aber scheinbar dann doch nicht. Aua. Das haben wir doch. Hau doch ab jetzt mit der Kacke. Das ist doch jetzt nicht wahr. Diese Pokémon, die letzten Attacken erinnern mit den. Spooky? Darf ich jetzt gar nicht? Was soll denn das? Okay. Also diese Abtrainer, die sind eigentlich auch nicht zu unterschätzen. Nur gerade mit den Pokémon, die sie haben. Ernsthaft? Ach, du kriegst jetzt noch den zweiten Volltreffer hintereinander, damit du meinen Reiche auch noch wegkommst? Ernsthaft? Du haust mir gerade 2 Pokémon aus dem Team, die ich eigentlich brauchen wollte? Kopflos. Hau ab, bitte. Ja, du hast jetzt echt einen Luck, dass du mir die Hälfte meiner KP wegziehst, ne? Ruhig, ich kann es eh nicht mehr. Aber es hat jetzt echt. Das ist so viel Lebensenergie, die man bezieht. Also, mein nächstes Pokémon auch down. Ich sehe gerade meine ich kann das Team baden, ne? Und ich weiß nicht, was das tut. Hat. Weil der einfach jetzt viel Glück hat. Der 2 Volltreffer als Reise. Ich mal Evoli, um meinen Reitschuh wegzuholen. So, jetzt muss ich dieses. Oh, schon wieder nur über die Hälfte. Ja, ich meine, jetzt ist es down, aber trotzdem ärgert es mich gerade. Also, der haut mir mit dem Bohrstapel jetzt gerade mal ein komplettes Team aus dem Rennen. Ich habe jetzt gerade. Eigentlich war es was, wäre ich jetzt komplett down gewesen. Jetzt muss ich hoffen, dass ich ein bisschen Glück habe dabei. So, Schluss dieses. Ich pass auf, jetzt kommt der mit Ruckzuck-Kieb und macht mit dem Volltreffer mich down. Pass auf. So, ich fäll jetzt nochmal mit dem Ruckzuck-Kieb drauf und hau dieses Dodrim aus dem Rennen. Boah, ich komme gerade richtig in Bedulge. Damals hatte ich jetzt alles anders richtig. So. Gut, dann muss ich um die Leber gehen, weil Raichu wird jetzt gerade gleich auf Down gekriegt. Das hat den. Gefällt mir gerade nicht. Der hat echt jetzt gerade so viel Glück, dass er. So, komm. Hoffe ich, dass ich mit Blutsauger den zumindest so viel KP wirklich zurückbekomme, dass ich die nächste Attacke von ihm packe. Ja, ich mach's kurz an. Das ist jetzt mittlerweile schon der zweite Trainer, der mir nämlich so in die Enge treibt. Hätte ich jetzt eigentlich tatsächlich am wenigsten gerechnet. So, damit ist das sein Darm auch von ihm down. Hui! Ich muss sagen, das ist nicht ohne gewesen. Definitiv nicht. Doch, du warst echt stark. Hätte ich nicht gedacht, dass du mir so Ärger, so viel Ärger machst. Frage ist, wen brauche ich jetzt? Nidoking und Raichu. Sorry, Volnona, dich kriege ich jetzt nicht doch mit geholt. Ich habe natürlich auch keine Links mehr, ne? Keine Tränke mehr. Denn gar nichts. Ja, das ist zum Kotzen gerade. So, Evolia. Ja, ich kriege jetzt gerade ein bisschen meine Probleme, muss ich sagen. Na gut, machen wir weiter. Los, ich habe keine Geduld für den Getrödel. Lass uns ja nicht kämpfen. Ab.
Wo nur vier Trainer da oben stehen, nicht? Oh Gott. Aber ich muss alle mitnehmen, ne? Punker Keno. Fängt an mit dem Radikal. Ah, bin nur ein Pokémon, die ich brauchen kann als Gegner. Nicht so irgendwie so noch. So mega Rotz. Okay. Ich muss Blutsauger einsetzen. Ich muss mal ein bisschen KP haben. Ja, der kommt ja mit so einer Kacke. Hör auf für den Scheiß. Ja, ich krieg gerade ein bisschen Panik, dass ich jetzt tatsächlich meinen ersten Kampf irgendwo verliere. Gut, hier kann ich mich wieder ein bisschen heilen. Tiefschlag. Bleibt er erwärmt bei Tiefschlag? Level 38 für das Radikal. Quellzone. Ich muss noch ein bisschen was aufbauen. Er bleibt weiterhin bei Tiefschlag. Er bleibt. Er setzt mir gar nichts an. So, da baue ich ihm gerade mal ein Lichtschild auf. Perfekt, voll. Mal ein bisschen nochmal in den Wind gesucht. Er hat noch ein Radikal. Ja, natürlich hast du noch ein Radikal. Habe ich die gleiche Scheiße jetzt wieder von vorne oder was? Nein. So, dann setzen wir nochmal Poesie auch ein. Um dieses Radikal. Zumindest das Lied den. Ja, weiter, weiter. Sehr schön, sehr schön. Das klingt gerade schon mal ein bisschen was. So, dann bleiben wir bei Rampulsier-Aura. Das scheint wohl irgendwie mehr zu helfen gerade. Na, nicht ganz. Aber ich bekomme noch ein bisschen Kaffee zurück. Ich habe jetzt noch 41. Ich habe keine Möglichkeit, um mich gerade zu heilen. Ich wüsste, zum Pokémon senden soll. Also theoretisch. Aber ich kann ja nicht wieder hier. Ich kann nicht hier landen. Das ist das Problem. So, dann ist das Radikal von meiner Geschichte. Raichu reicht Level 37. Ah, scheiße. Der hat verloren, ja. Sehr schön. Weiter geht's. Nächster Trainer. Also vier sind es auf jeden Fall. Eins, zwei, drei. Ne, fünf sind sogar. Den dicken habe ich jetzt nicht gesehen. Und dann haben wir doch rechts, glaube ich, nur noch vier Trainer, fünf Trainer. Ja, ich gehe. Eigentlich macht es am meisten Sinn, zum Pokémon Center zurückzugehen. Weil ich kann nicht viel machen. Bihorn, ja. Gut, Bihorn ist jetzt ein Freiloser. Also. Sorge. Ich werde es gleich. Ah, so, Bihorn ist schon mal Geschichte. Der ist down. Ich glaube auch nicht, dass es reicht, um mich voll zu heilen. Aber wie soll ich jetzt zum Pokémon Center zurückfliegen? Das macht jetzt gerade keinen Sinn, weil sich da jetzt auch mal mit einem Teamkumpel durchzuquälen. Ja. Ja, ich muss mich dringend mit Dings eindecken. Ja, hallo Evoli. Geil mit Techniken. Ah, du musst zu mir mit dem Himmelsritt. Kann ich hier wie heilen? Ne, kannst du nicht, ne? Okay, das heißt, wir machen die Kurzvariante über Orania City, weil wenn ich jetzt nach Dings zurückfliege, nach Lavandia und dann darf ich heilen. So, also auch kurz das machen. So, ich hole mal mein Teamkumpel wieder ins Leben zurück. Weil das ist mir sonst einfach gerade zu heiß auf der Route. Wenn du so mal an so einem schwer angeschlagenen Team und dann noch Minimum 10 Trainer, das wird zu heiß. Die 10 Trainer würde ich gerne heute noch machen. Aber wie gesagt, das ist noch nicht ganz klar, dass wir das heute schaffen sogar. So, du bist bestimmt das hier. Ach du, hast du mich. Ja, du willst mir das noch nicht geben, wenn ich keine 60 bekomme. Hab ich dann jetzt für eine Weile. Haben es wieder 15 Pokémon. Okay, da muss man auch was empfangen. Naja, egal. So, ich brauch Tränke, Digga. Gib mir ein bisschen was. Hypertrank. Erstmal Hypertrank. Ich brauch so viele, brauche ich nicht. So, 41 nehmen wir mit. Ich brauche Beleber vor allen Dingen auch. 20 Stück nehmen wir mit. So, dann haben wir das auch. Dann sind wir wieder ein bisschen ausgerüstet und dann machen wir uns zurück zur Route 14. Das ist dann gewesen, ne? Gut.
Oh, schön mal wieder hier zu sein. So, Route 11 ist das jetzt. Hier haben wir ja schon alle mal irgendwann besiegt. So, alle haben wir also irgendwann mal mitgenommen. Aber es ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, jetzt vor ich mal bin, bevor ich mal MSN bin, ja. Eure Folge 7, 8, 9 war der Dreh haben wir es ja gemacht. Ja, wir sehen noch später. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg jetzt erstmal hier runter wieder laufen. Sorry, liebe Leute, dass wir das jetzt nochmal kurz machen mussten, aber ja, ich habe dieser Astrainer, der hat mir richtig meine Pokémon weggefressen. Also damit hatte ich jetzt eigentlich fast gar nicht gerechnet. Aber manchmal ist das dann einfach so. Und kann ich nicht. 13. Hier haben wir mitgenommen. Jetzt müssen wir nochmal durch das Ding. Oh, da ist ein Kinghahn da oben. Das ist ein Kinghahn. Möchte ich gerne noch mitnehmen, weil Kinghahn haben wir noch nie in der Liste. Dann hätten wir irgendwie 46. Ja, das wird heute doch nichts. Scheiße. Komm mal her jetzt hier. Halt, hier bleiben. Ach du. Jetzt hab ich das hier. Oh, also weil du einfach Farbe auf der Wurf. Ja, das war nicht klar. Okay, dann müssen wir nochmal was anderes reinwerfen. Nehmen wir den mit. Ich komme in den Winkel nicht rein. Ich komme jetzt in den Winkel da oben nicht rein. Jetzt. Aber dann. Jetzt. Eins. Dickens hoch angesetzt und zwar ist wahrscheinlich wieder Farbe darauf. Wir kommen jetzt her hier. Ja, natürlich greifst du die Flucht. Frisst mir 5000 Pokémon weg und sagst mir nur, ich schaff das nicht mal so schnell. Ach, Manu. Gerade läuft's nicht. Ich bin unzufrieden mit mir. Persönlich. Mir fehlen meine Teammitglieder, die ich noch brauche unbedingt. Und ja. Jetzt auf die 80, hab ich doch gar nicht mitgenommen. Oh nein. Ich hab doch gesehen, dass ich noch einen Trainer hatte. Naja, gut. Ah, du kommst. Ach, knapp. Ich hab doch schon zwei Radikal gerade. Okay, dann war für die Aura. Das ist ja mit 37 gewesen, also. So. Vorher die letzten Jahre die Quellzone. Ja, die Spiele sind auch mal drin. Quellzone. Perfektor. Ja. Dieser Superzahn. Das ist zum Kotzen gerade. Es ist wirklich gerade. Das nervt mich gerade. Das nervt mich gerade extrem, weil irgendwie kriege ich gerade so ein Pokémon, den ich absolut nicht brauchen kann. Und Radikal gehört definitiv dazu. Ein Tor. Und jetzt ist Raichu. Ja, gerade genauso das, was ich halt meine. Wir reden jetzt mit 20 Minuten und ich habe die Route bei weitem nicht abgearbeitet. Ich wollte eigentlich heute tatsächlich weiter machen. Ich wollte halt tatsächlich schon die nächste Stadt erreichen. Das werden wir definitiv nicht. Ach man, wenn da so Fehler noch passieren. Ja, gerade nervt es mich. Ich wollte jetzt eigentlich nicht, das ist schon das zweite Mal, dass mir so ein Ding passiert. Also ich wollte nicht auf den Donnerschlag gehen. Und nicht auf Paralyse gehen. Ah, okay. Ja gut, vielleicht war es gar nicht so doof, weil er zweimal Paralyse greift.
So, dann ist das Enteron auch schon mal Geschichte. So, Enteron kriegen wir, glaube ich, jetzt als Eintrag noch. Evoli erreicht damit 40. Unser erstes 40er Pokémon. Gut. Dann haben wir dann tatsächlich doch alle Trainer irgendwie erwischt. Also, es war jetzt tatsächlich auch nur Zufall, dass ich die erwischt habe. Ich wusste jetzt nicht, dass ich jetzt beide mit mir, dass ich die schon hatte, ich hatte. Was soll ich denn jetzt so hochkommen? Ja, ich habe eigentlich fast erwartet, dass wir heute den weiterkommen. Aber irgendwie dann sagt das Spiel gerade, nö, ich drück dir noch ein paar rein. So. Also, alle haben jetzt alle oder sieht das jetzt noch? Das sieht nicht so aus. So, okay. Also, weiter geht's jetzt mit gutem Pinsel. Mal ein Pinsel. Warte mal, das will ich mitnehmen. Das möchte ich haben. Aber wann muss ich den Trainer. Ach, ich muss euch beiden Trainer mal besiegen. Okay, das Pinsel ist schon wieder weg. Schade. Gut, Sie wissen aber, dass wir hier keinen Sichtlock kriegen, dass wir Pinsel dafür kriegen. So, nehmen wir mal das Evoli mit. Gut, so kann man auch noch nicht. Also einige Pokémon gerade da oben, die ich sehe. Ja, gut, okay. Wir haben ja schon zwei von den Trainern besiegt. Wir gehen jetzt den dritten mit. Ja, dieses komische Küstenstädtchen, das ist ewig lang. Der gute Werner Magma. Okay. Dann haben wir, glaube ich, alle einmal. Also diese vier. Ja, ziemlich selten Pokémon. In sich nur Magma, Electek. Und Pinsir. So, das Magma möchte jetzt Feuerschlag einsetzen. Ja, und natürlich mit dem ersten Neu. Ich den verbrennt auf jeden Fall. So, du hast nur ein Pokémon. Ja, das war genau die richtige Variante. So, da kam jetzt der Rückweg, der Hinweg, der Rückweg der Trainer noch dazwischen. So, tschüss Magma. Voluna packt Level 36 aus. So, na gut. Gerade nervt es mich. Es platzt gerade mir irgendwie gar nicht rein. Hyperheiler. Platz mal nochmal Hyperheiler. So. Nächster Trainer. Der vorletzte. Du kannst hier gerufen. Lass dich lang mit heißen Brei reden. Kämpfen wir. Panka. Wolf. Smogwalk. Smogwalk ist ein Pokémon, was mir ein bisschen besser liegt, weil ja, ich kann mit der Pulsieraura dran gehen. Ich will lieber noch ein Pokémon in der nächsten Arena werden, weil die nächste Arena ist. Die nächste Arena ist viel Gift. Aber das dauert definitiv noch. Ich war eigentlich schon gerne weiter gewesen heute. Als ich es eigentlich möchte. Ja, als ich bin. So ist es richtig. Ich wäre mit der Route so gerne heute durch gewesen. Aber da kamen einige Dinge dabei. Unter anderem mal dieser Ast-Trainer mit drei Pokémon, die mir so schwer Schaden zugefügt haben, dass ich nicht weiterkam. Nidoking. Ah, ich hab mich besiegt, Mann. So. Ich kotze gerade alles an, ey. Aber wenn ich ehrlich bin. Ja gut, das ist halt jetzt gerade so Dinge, die sind jetzt unvorhergesehen. Und ich muss jetzt immer die regelmäßig regelmäßig halten. Ja. So. Den letzten Trainer. Mein Pokémon entwickelt sich einfach nicht, auch wenn ich es im Level aufsteigen lasse. Hä? Frag ich, was hast du? Das ist bestimmt ein Pokémon, was mir zwischen Steinen jetzt weiter entwickelt. Das ist bestimmt Quapuzzi oder so. Marshock! Ach ja, Marshock. Marshock ist ja so ein Tausch-Pokémon. Einer von vier. Der sich jetzt dann weiterentwickelt. Wenn es. Ja, ich weiß nicht, wo die ist im Nachteil. Einer von vier nehmen mein Polo auch.
Protzer. Okay, du greifst auf Protzer. Das heißt, du steigerst an Angriff. Gut, damit kommst du gar nicht mehr so weit. Mit der Verteidigung auch, okay. Aber ich glaube, Pulsierer sollte speziell sein, aber das ist eh egal, was er macht. So. So, dann ist es Marschock-Geschichte. Genauso wie Girok, Marschock halt, ja. Alpollo und Kadabra. Das sind die drei Pokémon, die sich erst weiterentwickeln, wenn man sie tauscht. So, dann nehme ich dieses kleine, süße Blutzock noch mit. Jetzt ist es so kotzen. Wisst ihr, das klingt auch schon nicht. Die Absolution, das hätte ich gerne mitgenommen. Eins, zwei, drei. Ja, natürlich. Ein scheiß Blutzug, weißt du? Direkt dahin aus der Ecke. Das ist das, was mich häufig hat. Ja, wisst ihr was? Wenn du da hinten nicht mehr in die Ecke gehen zu müssen, bleib auch da. Du hast ja ehrlich gesagt, da tausendmal jetzt durchzugucken. Tausendmal versuchen. So, ein Nugget finden wir noch. Dann nehme ich über deinen kleinen Kumpel. Ja, ich will dieses Blutzeug nur noch haben. Ein winziges Blutzeug. Mana Beere. Und nach rechts komme ich wieder. Dann kriege ich hin. Ernsthaft jetzt? Eins, zwei. Gott sei Dank, endlich. Puh, ich hasse was mit Pokémon. Einmal, ich könnte auch 10.000, ich kann ja 10.000 Bälle kosten, aber ich verschwinde dann irgendwann mal. So, 46. Ja, uns fehlen noch 14 Pokémon. Gut, dann haben wir das auch. Topsy Tauboga brauchen wir nicht. Haben wir schon. Ist egal. So. Oh, gut. Ich mach mal hier umstellen auf den einen Trainer weg. Und dann geht's hier unten weiter. So, eine neue Route lang. Ja, Route 15. Ach, wisst ihr was, liebe Leute? Komm, wir machen keinen Break. Wir sind jetzt in der nächsten Folge wieder. Wir machen dann die Route 15 in der nächsten Folge. Tut mir leid, dass es jetzt momentan pro Folge nur eine Route ist. Aber es sind halt sehr, sehr viele Trainer. Und ja, kann ich leider jetzt irgendwie nichts ändern dran. Wir sehen uns momentan wieder. Ich wäre schon gerne im Fuchs Sunny City gewesen jetzt. Weil vor allem auch da mein nächstes Teammitglied dann irgendwann wartet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns dann wieder. Ciao!